Hallo, liebe Fliegenfischergemeinde. Auf vielfachen Wunsch meiner Abonnenten zeige ich heute mal die kleine braune Mobfliege. Ich binde sie immer auf einen Jig-Haken. Das kann ein 10er, ein 12er, ein 8er, was auch immer sein. Nutze vorne eine schwere Tungstenperle, hier in dem Beispiel eine 4 mm Wolframperle, Tungstenperle. So, dann habe ich einen kleinen Chenillefaden, den ich als den eigentlichen Mob dann einbinde. Das ist eigentlich Häkelwolle, ganz günstig aus dem Teddy, und damit die so ein bisschen dicker wird, vertralle ich die mit den Fingern, leicht anfeuchten, dann wird es einfacher, also die Finger anfeuchten. So, und dann lege ich die, wenn sie genug Trall hat, einmal um, wieder auf den Hakenschenkel zurück und fange das alles mit dem Bindefaden wieder ab. Wie immer bei Ollis Fliegen, alles ein bisschen putzelig und zutzelig, aber es funktioniert, zack, abgeschnitten. Und dann kommen auch die simulierten Beinchen dazu. Auch das ist ganz einfache Wolle, leider ganz fieses Plastikzeug, auch aus dem Teddy, kommt jetzt dazu, nämlich so ein kleines Schnippelchen. Und als Tipp, ich trenne diese Wolle auf, weil da zwei Fäden sind. Das eine Fädchen sind die Beinchen, also was ich als Beinchen dann nutze, und das andere ist nur so ein Trägerfaden, also hier diese Plastikbeinchen einfach reingetruddelt. Das kann man auch schöner machen, wenn man die Beinchen so ein bisschen nach hinten wegzieht, jawohl. So, dann drumherum wickeln, und dann, wenn genügend Beinchen drauf sind, mit dem Bindefaden dann natürlich abfangen und sichern. Ich habe hier, ich weiß es gar nicht, ich nehme immer irgendwas, ich mache so, hab so einen roten Bisspunkt vorne noch dran, deswegen nutze ich natürlich rotes Garn, ich finde es immer ganz schön. Ich habe es auch manchmal in grün, manchmal aber auch in schwarz. Aber ich glaube tatsächlich, die Fliegen mit dem roten Bisspunkt vorne fangen am besten. So, das fange ich dann natürlich mit dem Whip, finische ich die ganze Binderei. Wenn man nicht so viele von diesen Beinchen da mit reinknotet, ist es ganz geschickt. So, man gibt jetzt die Variante, manche dieser Mobfliegen fische ich mit den langen Beinchen, also lass wirklich das ganze Gewurstel dran. Hier in dem Beispiel zuzel ich es jetzt ein bisschen frei und schneide dann mit der Schere so die Beinchen ein bisschen kurz. Schnipp, schnapp, Bein ab. Ich habe auch Varianten, da mache ich den dunklen Teil vorne, den schwarzen, einfach mit ein bisschen schwarzem Dubbing-Material und einer Häschelfeder vorne dran. Aber so ist es wirklich die einfachste und schnellste Variante. Und unter Wasser wird tatsächlich dieses Garn, dieses Schwänzchen hinten, wird richtig glasig. Ist also tatsächlich eins meiner erfolgreichsten Muster aktuell. So, Zeit verlabert. Und jetzt kommt, damit der Knoten nicht aufspringt, wenn ich den nicht schön gesetzt habe, dann kommt jetzt noch so ein bisschen Lack dazu, Bindelack. Ich nutze da tatsächlich von Uhu so ein Kunststoffkleber aus dem Modellbau. Der ist super flüssig, der zieht gut ein und habe ich tolle Ergebnisse mit. Das war's. Viel Spaß damit.